Nach der Übertragung 64 Counts, 2 Seiten, ein Restart und zwar in der 5. Runde. Die Schritte. Wir beginnen zuerst mit dem rechten Fuß einen Side-Rock. Side-Rock. Und mit rechts über links ein Cross-Shuffle. Cross-Shuffle. Gewicht ist auch rechts. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal spiegelbildlich mit der linken Seite. Side-Rock. Cross-Shuffle. Gewicht ist auch links. Rechts ist frei. Mit rechts ein Point zur Seite. Hold. Mit dem linken ein Point zur Seite. Hold. Und jetzt schnell mit rechts und links jeweils eine Heel und Heel und Heel. Und jetzt ziehe ich den linken nochmal schnell um das Gewicht, damit ich mit dem rechten zuerst loslaufe und zwei Walk-Schritte mache. Das heißt und, Walk, Walk. Gewicht ist auf dem linken, rechts ist frei. Wir machen eine Vierteldrehung mit einem Stomp mit dem rechten Bein. Die Vierteldrehung geht über die linke Schulter. Das heißt Stomp. Und jetzt ein Sailor Step mit einer halben Drehung ebenfalls über die linke Schulter. Sailor Step. Wieder mit dem rechten Fuß ein Stomp, diesmal aber ohne Vierteldrehung, sondern einfach nur zur Seite. Und wieder ein Sailor Step über die linke Schulter, halber Turn. Das heißt Sailor Step. Mit dem rechten Fuß ein Rock Step nach vorne. Rock Step. Und über die rechte Schulter ein Shuffle, halber Turn. Shuffle Turn. Jetzt gibt es entweder die Variante in der Tanzbeschreibung mit zwei halben Drehungen. Das heißt, über die rechte Schulter mit dem linken Fuß als erstes setzend. Halb. Und noch einmal halb. Das Ganze kann ich natürlich auch vereinfachen, wenn ich denn möchte. Und kann das Ganze mit zwei Walk-Schritten ersetzen. Das heißt, Walk und Walk komme ich ebenfalls mit dem rechten Bein an. Mit dem linken Fuß geht es einen Step nach vorne und dann über rechts Viertel Turn. Das heißt, Gewicht ist am Ende auf rechts, links ist frei. Mit dem linken einen Step oder einen Cross nach vorne und dann einen Sweep nach vorne. Das heißt, ich ziehe das rechte Bein im Halbkreis nach vorne und mache dann einen Cross-Shuffle. Cross-Shuffle. Mit dem linken einen Side-Rock. Side-Rock. Und dann Behind-Side-Cross schnell zusammen hintereinander. Behind-Side-Cross. Ein Side- oder ein Drag, das heißt ein langgezogener Schritt zur Seite mit rechts. Der Drag heißt, ich ziehe das Bein ran und mache dann nochmal einen Behind-Side-Cross. Behind-Side-Cross. Mit dem rechten Fuß einen Side-Rock und dann eine Vierteldrehung über die linke Schulter. Das heißt Step, Viertel und mit dem rechten Fuß einen Shuffle nach vorn. Shuffle vor. Wer denkt, ihr werdet schon am Schluss? Muss ich leider enttäuschen, es kommen noch zwei Passagen. Die erste Passage, zweimal spiegelbildlich, einmal nach rechts, einmal nach links das gleiche. Und zwar mit dem Cross beginnend, das heißt erstmal links über rechts, side, behind und heel. Und jetzt mache ich das Ganze, wie gesagt, spiegelbildlich, einfach fange ich mit rechts an. Das heißt und cross, side, behind, side, heel. Von diesem Heel muss ich auf jeden Fall den rechten unter das Gewicht ziehen, damit ich den linken als Cross über den rechten bringen kann. Und Cross, dann einmal Viertel über die linke Schulter, rechter Fuß setzt. Viertel, ein Coaster Step mit links. Coaster Step. Und dann mit dem rechten Fuß einen Step nach vorne. Halber Turn über die linke Schulter. Und zum Schluss ein Kick. Ball Step oder ein Kickball Cross. Da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Schaut einfach mal, wie es für euch am besten passt. Denn nach dem Kickball Step oder Cross geht es wieder von vorne los. Ja, das heißt, wenn ihr euch sicherer fühlt, wenn es eher ein Step nach vorne ist als ein Cross, dann macht die Sicherheitsvariante. Ansonsten vielleicht auch einfach mal gucken, wie es bei euch in der Region getanzt wird. Danach fängt der Tanz wieder von vorne an. Das heißt, es wurde wieder Side, Rock, Cross-Shuffle und so weiter von vorne losgehen. Das Ganze einmal mit Zählung.
5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 und 4. 5, 6, 7 und 8. 1, 2 und 3, 4 und 5 und 6 und 7. 8. 1, 2, 3 und 4. 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 und 4. 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4. 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4 und 5, 6, 7 und 8 und 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Der nächste ist, wie gesagt, in der fünften Runde und zwar relativ gut, eigentlich eine gute Stelle, um es zu merken, und zwar nach den beiden Walk-Walk-Schritten. Das heißt, wir machen die Point und Point und Heel, Walk, Walk Passage. Und bevor jetzt der Fiddle Stomp kommen würde, machen wir den Restart. Das heißt, es fängt dann wieder von vorne an mit Side, Walk, Cross Shuffle und so weiter und so weiter. Das Ganze einmal mit Musik. Thank you.